Als Jan Liefers letztes Jahr seinen Titel »Verlorene Kinder« veröffentlichte, berührte mich das sehr. Ich lebe in derselben Stadt Berlin wie auch meine 24-jährige Tochter Lara Milène und mein 18-jähriger Sohn Aljoscha. In diversen Filmen, Fernsehbeiträgen und Talkshows berichten Kinder, dass sie quer über den Erdball reisten, um ihre Väter kennenzulernen oder Samenbankinstitute ausfragten, um zu erfahren, woher und von wem sie stammten. Ich habe meine Tochter und meinen Sohn nicht missbraucht, ich habe ihnen die Windeln gewechselt. Ich bin weder ein Mörder noch ein Schwerverbrecher, sondern ich habe viele Stunden mit meinen Kindern auf Spielplätzen und in Kinderarztpraxen verbracht. Irgendwann habe ich mich von der Mutter meiner Tochter und später dann auch von der Mutter meines Sohnes getrennt. In diesen Tagen, da so viele Menschen bei einem Flugzeugabsturz in den französischen Alpen den Tod fanden, kann ich meinen Kindern nur sagen, ich bin noch auf dieser Welt und wenn ihr es möchtet, bin ich es auch für euch. Ihr müsstet nicht meine verlorenen Kinder sein.